Hallo, ich freue mich total, dass du da bist und ein Weihnachtslied spielen möchtest. Und ich habe aus meinem kleinen Weihnachtskurs, dem Piano Adventspaket, dieses Lied rausgesucht, was ich dir hier zur Verfügung stelle, mit dem du einfach mal ausprobieren kannst, wie einfach es ist und wie viel Freude es macht, frei ein Lied am Piano zu begleiten, auch wenn du es noch nie gemacht hast. Es gibt dazu verschiedene Methoden. Die beiden häufigsten sind entweder nach Noten spielen zu lernen, was sehr viel aufwendiger ist, logisch, weil man erstmal die Notenschrift lernen muss. Und die zweite, die sehr beliebt bei YouTube ist, zum Beispiel, sind diese Tutorials, wo jemand dir zeigt, Ton für Ton zu sagen, so jetzt spiel diesen Ton, dann diesen, dann diesen und das Ganze dann auch noch mit beiden Händen. Und das ist natürlich auch sehr mühsam, dauert ewig und ist sehr fehleranfällig. Und ich zeige dir eine viel, viel einfachere Methode, nämlich mit den zwei Codes, zwei Schlüsseln, die du nur wissen brauchst, um ja dieses Lied begleiten zu können. Und dafür stellen wir gleich die Kamera um auf ja nach oben auf die Tasten und dann geht's auch schon los. Ich bin gespannt und freue mich auf diesen Prozess mit dir. Vielleicht ein kleiner Tipp noch. Guck nicht unbedingt das ganze Video und versuch nicht das Ganze in einem Schwung zu machen und immer wieder jeden Tag von vorne bis hinten, sondern in kleinen Häppchen. So weit, wie du jetzt merkst, dass du gut kommst und hör dann auf, wenn es gut läuft, wenn es Spaß macht und dann nicht noch was Neues und noch was Neues, weil sonst bist du irgendwann überfordert und ja, dann ist es doch frustrierender. Also lieber in kleinen Häppchen, dann kommst du am schnellsten weiter und ja, kannst innerhalb von ganz kurzer Zeit, vielleicht 2 bis 4 Wochen, wenn du jeden Tag 10 Minuten spielst, tatsächlich ein Weihnachtslied spielen lernen. Ja, dieses Weihnachtslied, was du dir jetzt hier ausgesucht hast. Und damit starten wir. Los geht's. Bis gleich an den Tasten. Hier sind wir also an unseren Tasten und es kann losgehen. Setzt euch in einem angenehmen Abstand hin, dass ihr nicht zu eng dran seid, nicht zu weit weg, sondern dass ihr so alles gut überblicken könnt und ja, abdecken könnt. Nicht zu hoch, nicht zu tief, möglichst so, dass die Hände, die Handgelenke gerade sind, die Unterarme relativ parallel zum Boden. Und die Finger tendenziell so ein bisschen wie Tatzen von einer Katze. Dann können wir uns nämlich am schnellsten und ökonomischsten bewegen und werden auf Dauer ganz flexibel beim Spielen. Aber wir starten erstmal langsam. Wir müssen eigentlich nur wissen, wie die Töne heißen und wie wir sie finden. Und wenn wir das wissen, dann können wir anfangen zu spielen mit unseren Liedern. Wir orientieren uns am Klavier an den schwarzen Tasten. Ihr seht, das sind immer diese Dreiergruppen und Zweiergruppen, immer abwechselnd. Und jede Taste, die die gleiche Lage hat, hat auch den gleichen Namen. Das heißt, wenn wir sagen, hier die mittlere von der schwarzen Dreiergruppe, die suchen wir in anderen schwarzen Dreiergruppen. Ihr hört auch, die ist vom Klang. Passen die zusammen? Das ist sozusagen der gleiche Ton, nur jeweils auf einer anderen, höheren Ebene. Und ihr werdet auch schon merken, je weiter wir nach links kommen, desto dunkler wird der Ton. Und je weiter wir nach rechts kommen, desto heller wird er. Also heller oder höher. Deswegen ist die rechte Seite, hier ist oben am Klavier und links ist unten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, geht mal auf den oberen Ton der schwarzen Zweiergruppe, dann ist damit dieser hier gemeint, weil der höher ist, weil er heller klingt als der hier, denn der ist tiefer. Ja, also das ist der obere Ton einer schwarzen Zweiergruppe und auch den finden wir in jeder schwarzen Zweiergruppe und der hat da auch den gleichen Namen. Genauso ist es auch mit den weißen Tasten, wenn wir zum Beispiel sagen, der mittlere weiße Ton zwischen den beiden schwarzen von der Zweiergruppe. Dann finden wir den auch mehrmals und auch der hat den gleichen Namen. Und zwar haben die Tasten die Namen der ersten Buchstaben des Alphabets. Und unser A liegt hier zwischen
der mittleren schwarzen von der Dreiergruppe und der oberen. Dazwischen liegt unser A und zwar überall. Und dann gehen wir hoch in Richtung rechts und haben das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Und hier sind wir wieder beim A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A und so weiter. Immer weiter. Das beschriften wir jetzt mal. Das könnt ihr am besten ja vielleicht auch am Anfang machen. Bitte nicht mit Edding, den kriegt man nicht mehr ab, sondern entweder mit so einem Whiteboard-Marker oder so einem abwischbaren Folienstift oder mit Aufkleberchen. Genau. Und so geht's immer weiter. Auch für hier unten gilt das natürlich, die ganzen Tasten entlang. Für unsere Weihnachtslieder brauchen wir die Namen der schwarzen Tasten nicht. Wir spielen sie zwar manchmal, aber letztendlich ist es uns egal, wie sie heißen. Hauptsache, wissen, welche Töne wir wann brauchen. Und das erfahren wir in unseren Liedsheets. Zu jedem Lied gibt es ein Liedsheet. Das ist das, was wir statt Noten benutzen. Wir brauchen keine Noten, wir brauchen nur diese Liedsheets. Das ist ein englisches Wort und steht für Leitblatt. Das Blatt, was uns durch das Lied leitet. Da sehen wir den Text, sehen die zeitlichen Abschnitte, wie lange wir einen Akkord spielen. Und hier oben drüber, diese Codes stehen für die Akkorde. Akkord heißt Zusammenklang und die häufigsten Zusammenklänge sind Dreiklänge und zwar die Dur- und die Moll-Dreiklänge. Und wenn hier ein Großbuchstabe einfach nur so steht oder mit einer Zahl dahinter, dann steht der für Dur. Und wenn ein Buchstabe mit einem kleinen M dahinter steht, zum Beispiel so, dann steht er für Moll, für den Mollakkord. Und ich zeige euch in jedem Lied, wie welcher Akkord gespielt wird, aus welchen drei Klängen er besteht, sodass ihr wisst, was ihr jeweils spielen müsst und auch, wie wir das dann genau ausformulieren. Das folgt jetzt im Konkreten in dem Lied, das ihr euch ausgesucht habt. Bis gleich! So, liebe Leute, und hier geht es los mit unserem Song Last Christmas. Auch einer der Running Songs in der Weihnachtszeit. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, wie das immer so ist mit berühmten Liedern. Dieses ist das sogenannte Liedsheet. Das Blatt, das uns durch das Lied leitet. Ihr seht hier den Text. R steht für Refrain, also der Teil, der immer wiederkehrt. Und dann die Strophe und dazwischen immer diese Buchstabenkombinationen mit diesen Strichen. Die Buchstaben sind die Begleitcodes, die Akkorde. Und die Striche geben an, wie lange wir jeweils welchen Akkord spielen. Das sind die sogenannten Taktstriche. Dazu kommen wir dann. Wir wissen inzwischen, wo die Töne liegen und aufgrund dieser Töne finden wir auch die Begleitcodes bzw. wissen wir, was wir spielen können, um die Melodie dieses Liedes gut zu begleiten. Okay, wir starten mit links, gehen dann auf rechts und packen dann beides zusammen, wenn wir wissen, wie alles funktioniert. Wenn also über dem Text ein Buchstabe steht, hier das C, dann bedeutet das C-Dur. Der große Buchstabe mit nichts dahinter steht immer für den Dur-Akkord. Das heißt, wir haben auch G-Dur in diesem Song. Das sind die beiden Dur-Akkorde. Die beiden, wo ein M dahinter steht, das steht für Moll. Also wir haben A-Moll und D-Moll. Was ist mit den Akkorden oder wie diese Akkorde gehen, zeige ich euch. Die brauchen wir nämlich nur in der rechten Hand. Wir starten aber mit links, wie schon gesagt. Ich muss diese Klammer noch weiter hoch tun, damit mir das Blatt nicht immer runterrutscht. So. Und in der linken Hand spielen wir ja die tiefen Töne. Da haben wir den Bass und der spielt meistens, also in der Grundlage, in der einfachsten Version, erstmal nur einen Ton, nämlich den Grundton, der da auch steht. Der Ton, der da steht,
ist jeweils der Grundton, auf dem auch der Akkord aufbaut, aber in der linken spielen wir einfach nur diesen Grundton. Das heißt, solange hier dieses C steht, spielen wir C. Immer weiter, auch wenn ein neuer Takt kommt und nichts Neues da steht, geht es mit dem C weiter. Dann kommt als nächstes das A-Moll. Auch hier, egal ob Dur oder Moll, spielen wir in der linken Hand den Grundton, also das A. So lange, bis wieder was Neues kommt. Das ist in diesem Fall D-Moll. Auch da spielen wir wieder D. Immer weiter bis zum G. Und wenn wir jetzt dazu spielen, während wir die Melodie dazu singen, merkt ihr, dass das schon super passt, dass das sozusagen schon der Anfang von der Begleitung ist. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last und so weiter. Es wird im Original ja wiederholt, deswegen steht hier zweimal. Das Tolle ist jetzt, niemand schreibt uns vor, wie oft wir diesen Ton spielen müssen oder dürfen oder können. Wir können den einmal spielen und liegen lassen, so lange bis der nächste kommt. Wir können ihn aber auch you gave it away oder noch öfter this year to save me from tears I'll give it to someone. Ja, also wir müssen einfach nur wissen, wann der nächste Akkord kommt, und so lange bis der kommt, können wir uns mit demjenigen, der gerade dran ist, frei austoben. Das schon mal zu den Takten, da kommen wir später noch genauer zu. Also, unsere linke Handbegleitung steht schon in der Grundform und jetzt gucken wir nach den Akkorden. Rechte Hand, auch da starten wir, um den C-Dur-Akkord aufzubauen, mit dem C. Und jeder Dur-Akkord ist so aufgebaut, dass vom Grundton 4 Schritte nach oben gezählt wird, egal ob schwarz oder weiß. Also 1, 2, 3, 4, das ist der zweite Ton unseres Akkords. Und von dem aus nochmal 3. 1, 2, 3. Diese drei Töne, C, E und G, sind die Bestandteile des C-Dur-Akkords. Und den können wir jetzt auch an jeder anderen Stelle spielen. C, E und G, C, E und G, wie es uns am besten gefällt. Auch da sind wir frei. Wir wissen einfach nur, diese drei Töne brauchen wir für C-Dur. Und für jeden Dur-Akkord gilt vom Grundton 4 Schritte hoch und dann 3 Schritte hoch. Deswegen schauen wir uns auch gleich G-Dur an. Wir starten natürlich bei G, gehen 1, 2, 3, 4 Schritte hoch und 1, 2, 3 und sind auf dem D. G, B und D sind also die Töne für G-Dur. Für die Moll-Akkorde, die bauen sich ganz ähnlich auf. Auch hier starten wir auf dem Grundton, der dem Akkord seinen Namen gibt, A, und zählen dann aber nicht 4 Schritte hoch, sondern nur 3. 1, 2, 3 und jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Jeder Moll-Akkord ist also so aufgebaut, dass vom unteren zum mittleren Ton nur 3 Tonschritte sind und vom mittleren zum oberen 4. Also genau andersrum wie der Dur-Akkord. Das heißt, A-Moll besteht aus A, C und E. Und das Gleiche finden wir auch für D-Moll heraus. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. D, F und A, daraus besteht D-Moll. Jetzt haben wir die Akkorde und wissen theoretisch, wie wir sie spielen. Wenn ihr noch nie am Klavier gesessen habt, werden die Finger das nicht auf Anhieb einfach so mitmachen, diese drei Tasten zu drücken und diese beiden nicht. Dann kann irgend sowas passieren, voll verkrampft, oder die hier, die irgendwer streckt sich so weit weg. Ist logisch, ne? Weil die Hände müssen sich erstmal daran gewöhnen, mit diesen drei Fingern was zu tun und mit denen hier nicht. Ihr könnt es auch mit anderen Fingern machen, zum Beispiel diese drei oder auch diese drei. Das Einzige, wovon ich euch abrate, ist diese, also Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger, weil dann die beiden hier sich auf dem wenigen Platz zurechtfinden müssen, was sie nicht gern tun, und im Eifer des Gefechts dann gerne den kleinen Finger nach oben schieben, und schon sind wir nicht mehr in C-Dur oder in dem Akkord, den wir wollen. Ja, deswegen schaut, welche Finger am besten klappen. Die drei oder die drei.
Und wenn noch keins von den dreien irgendwie einigermaßen funktionieren will, dann könnt ihr den Akkord auch ein bisschen abspecken, indem ihr zum Beispiel den mittleren Ton weglasst oder den unteren. Den haben wir ja sowieso verdoppelt, indem wir hier in der linken Hand den auch schon spielen. Oder ihr könnt auch den oberen weglassen. Hauptsache, ihr habt hier schon mal einen Zweiklang. Vollständig ist der Dreiklang, aber der kann nach und nach sich etablieren. Das ist wirklich eine Sache, die ganz schnell kommt. Innerhalb von ein, zwei Wochen, wenn ihr jeden Tag ein paar Minuten spielt, kriegt ihr das ganz schnell hin. Okay, wir starten. C-Dur. Das kommt so lange, bis hier A-Moll steht. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ja, ihr merkt, durch die Harmonie, durch den Akkord, immer noch nicht perfekt, ich glaube, so ist besser, wird es schon gleich viel voller vom Klang, weil wir drei Töne haben, die zusammenpassen und die zusammen auch zur Melodie passen, wenn wir die dazu singen. So, und jetzt geht es darum, beides zusammenzupacken. Die linke Hand, die kann man auch verdoppeln, ja, also indem man zwei Cs spielt, zwei As. Das ist am Anfang aber alles viel zu viel. Macht es ruhig erstmal, wenn ihr zum ersten Mal dran sitzt, mit dem einen Basston und dem Akkord. Okay, wir starten. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Das ist schon mal das Gerüst, das harmonische Grundgerüst für dieses Lied. Natürlich klingt das jetzt noch relativ abgespeckt und einfach, aber natürlich kann man darauf aufbauen und je mehr Möglichkeiten man hat, wird man auch freier, das ja noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Das Erste, was man natürlich schon mal machen kann, ist, wenn man ein Keyboard oder E-Piano hat, ist den Sound ein bisschen anzupassen. Das war im Original ja so ziemlich Keyboard-lastig. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day und so weiter, ja? Und ich zeige euch jetzt auch, wie man eben so ein bisschen noch von dem, wann man was für Töne spielt, variieren kann. Und das hat was, das ist ja letztendlich der Rhythmus, und hat was mit diesen zeitlichen Angaben zu tun, damit wir da einfach noch freier werden. Und das ist das Geniale. Wir haben jetzt die Töne, wir wissen, wie die Töne funktionieren. Und jetzt können wir einfach mit diesen Tönen rumspielen und ganz viele verschiedene Ideen entwickeln, wann wir was miteinander kombinieren, in welcher Reihenfolge und wie oft, und haben dadurch gleich ganz tolle Möglichkeiten. Und dazu habe ich etwas entwickelt, was ich Pattern Sheet nenne, das Musterblatt. Und das sieht so aus, dass ich kleine Tabellen gemacht habe, wo wir eintragen können, wann wir in der rechten Hand welchen Ton spielen über den Lauf des Taktes. Auch hier haben wir wieder vorne und hinten diese Striche, genauso wie im Leadsheet. Und die Ideen, die wir hier entwickeln, können wir dann nachher übertragen auf das Leadsheet. Wir können also überlegen, wie oft wir zum Beispiel rechts welchen Ton spielen wollen und dann auch links. Hier unten sieht man einfach nur sozusagen die Spalte für die Zeitangaben, und die rechnen wir in der Musik nicht in Sekunden, sondern mit sogenannten Schlägen oder Beats. Und dafür brauchen wir die Taktangabe, die steht hier im Lied, 4/4. Viertel ist einfach eine Angabe, eine Zahl oder ein Begriff in der Musik, der einfach für einen Notenwert steht, der an sich noch gar nicht viel sagt. Das Entscheidende ist die vordere 4. Es sind 4 Schläge pro Takt. Das bedeutet, wir zählen in jedem Takt bis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die 1 ist immer ein bisschen betont. 1 und so weiter. Ja? Und
Das heißt, wir können uns vorstellen, wie hier die Zeit läuft in einem Takt für diese Schläge. Und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, war einfach, dass wir in der rechten Hand den Dreiklang gespielt haben am Anfang des Taktes. Dafür male ich diese drei Punkte, wie drei Fingerabdrücke. Und in der linken Hand den Grundton, den einen. Und die haben wir jetzt am Anfang des Taktes einfach einmal gespielt und dann liegen lassen, so lange, bis was Neues kam. Dafür könnten wir jetzt auch noch hier so Striche malen. Das heißt, das bleibt liegen. Wenn wir das jetzt genau konsequent so spielen würden, dann sehen wir schon, wir haben hier einen Takt mit C-Dur, vier Schläge also, und nochmal einen Takt mit C-Dur. Das heißt, hier würden wir C-Dur wieder anschlagen, nochmal den gleichen. But the very next, hier ist die neue 1. Eigentlich müsste der Strich nicht hier hinten sein, sondern hier. Denn wenn wir zählen, Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Und so weiter. Merkt ihr? Dann kommt das genau hin mit den vier Schlägen. Und genau so probieren wir das jetzt mal mit unserer Idee, unserer einfachsten Idee, einfach auf die 1 den Akkord zu spielen. Ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre sozusagen die langweiligste Variante. Die kann sogar auch manchmal schön klingen, aber in diesem Song ist sie eindeutig zu lasch. Deswegen können wir unseren Takt unterteilen. Und als Nächstes habe ich ihn naheliegenderweise einfach mal in zwei Teile geteilt, sodass wir von der Zeit her die Schläge 1 und 2 in der ersten Hälfte haben und dann die Schläge 3 und 4 in der zweiten. Und jetzt könnten wir einfach sagen, wir probieren mal aus, wie es klingt, wenn wir nicht nur auf den Schlag 1 spielen, sondern auch auf den Schlag 3. Dazwischen auf 2 und 4 lassen wir es wieder liegen, die Töne. Aber jetzt haben wir einfach schon ein bisschen mehr, was hier passiert. Ja, ganz toll ist es, um den Rhythmus erstmal hinzukriegen, wenn wir den einfach erstmal von den Tönen getrennt einfach in der Luft üben, dass wir einfach nur die Bewegung erstmal haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn wir das auf unsere Akkorde übertragen, dann klingt das so. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year. Und so weiter. Ihr merkt, es geht schon ein bisschen mehr in die Richtung von einer Liedbegleitung. Und wenn man das jetzt nicht so stur und schüchtern spielt, sondern wirklich mit Gefühl, dann klingt das schon ganz cool. Das ist eine Balladenbegleitung, die ganz, ganz häufig vorkommt. Elton John und wie sie alle heißen, bedienen sich immer wieder dieser Begleitung. Ja, wenn ich das jetzt mit ganz viel Selbstbewusstsein singe, this year to save me from tears, I gave it to someone special. Würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass das total langweilig ist. Ja? Was man noch machen könnte, um es ein bisschen zu variieren, wäre, dass man auf den dritten Schlag die linke Hand liegen lässt. Dass man praktisch nur 1, 2, 3, 4, nur rechts wiederholt. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day und so weiter. Ja? Und so hätte man auch selbst mit diesen zwei Unterteilungen schon mehrere verschiedene Möglichkeiten. Aber wir sind natürlich nicht darauf angewiesen, dass es bei diesen beiden bleiben muss. Und ich habe sie noch weiter unterteilt, nämlich in vier Abteilungen. Und dann kommen wir hier schon wieder
ganz deutlich an unseren Viervierteltakt dran, den wir dann sogar auch visuell hier sehen können mit unseren Ideen. Jetzt ist das Naheliegendste natürlich, dass wir genau das Gleiche machen wie hier, dass wir auf jedes der vier Viertel, auf jeden der vier Beats im Takt das spielen. Im zweiten Takt natürlich wieder weiter. Es ist immer nur ein Takt, den ich sozusagen zeichne als Muster, deswegen eben auch Pattern genannt. Und dieses Muster übertragen wir dann auf jeden einzelnen der Akkorde der Takte im Leadsheet. Und hier würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen, dass wir erstmal nur auf die 1 in der linken Hand ausprobieren, wie sich das anhört. Und wir üben es wieder auf unserem Luftklavier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mit Akkorden. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Ja, und da merkt ihr, jetzt geht's schon wirklich, wird es immer interessanter. Aber das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben nämlich noch viele weitere Möglichkeiten, das aufzuteilen. Und zwar müssen wir rechts und links nicht immer gleichzeitig spielen, nicht zusammen. Wir können das auch abwechselnd spielen. Und hierzu als erste und einfachste Möglichkeit einfach mal abwechseln. Links, rechts, links, rechts und probieren das mal aus. Links, rechts und so weiter. Ja, und wir gehen dafür jetzt auch mal in die Strophe. Die ist mit, wie ihr sehen könnt, mit den gleichen Akkorden, auch in der gleichen Zeit, zwei Takte C, zwei Takte A-Moll, zwei Takte D-Moll und zwei Takte G-Dur. So funktioniert's und wir singen die erste Strophe dazu. Wieder mit den gleichen Akkorden, die habe ich nur nicht mehr drunter geschrieben, weil nicht genug Platz war. Aber das genau, geht genau so weiter, wenn wir weiter schön zählen, diese vier Schläge pro Takt und dann die gleiche Anzahl von Takten mit den gleichen Akkorden, dann kommen wir so durch den ganzen Song durch. Ja, und haben jetzt schon mehrere verschiedene Ideen. Und genau an dieser Stelle lassen wir das Ganze für heute ruhen. Du hast jetzt schon mehrere Möglichkeiten für dieses Lied und wenn du weitere Ideen noch möchtest, wie du es noch anderweitig begleiten kannst oder das Ganze auch noch mit mehr Liedern machen möchtest, dann habe ich heute das ganz besondere Angebot für dich, das während der Adventszeit oder von jetzt bis Weihnachten das Piano-Adventspaket runtergesetzt ist auf nur 49,90 Euro. Dort hast du nicht nur zu diesem Lied noch weitere Ideen, sondern auch noch zu 5 weiteren Liedern, hast noch weitere Videos, zum Beispiel über Singen, den Umgang mit der Stimme. Die meisten von uns singen ja nicht gerade viel und regelmäßig, da einfach noch mal ein bisschen reinzukommen, denn wer sprechen kann, kann auch singen. Und auch weitere Videos, wie das Üben gelingt, wie du wirklich Schritt für Schritt sicher das Lied in die Finger kriegst und wie dann auch der Auftritt an Heiligabend gelingt, wenn du mit deinen Lieben zusammen singen und spielen willst. Und noch weitere Möglichkeiten, also noch weitere Videos gehören zum Piano-Adventspaket. Ich schicke dir, stelle den Link unten in den Text unterm Video, dann kannst du es dir gerne anschauen. Und ich würde mich sehr freuen, dich da wiederzusehen. Auf alle Fälle wünsche ich dir eine super schöne Adventszeit und Freude beim Spielen. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Mein Name ist Elo von Knorre. Ich bin Musikerin und Musikcoach und liebe es, einfach mich frei ans Klavier zu setzen und loszuspielen und auch zu zeigen,
wie einfach das ist und wie viel Freude das macht. Alles Liebe dir und bis bald, deine Elo.